präzise und hart. Ja, 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 ja. Und was ist so zart? Ja, 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 ja. Hört man nicht gern? Ja, 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 ja. Hört zu und lernt. Hallo Jungs und Mädels, Servus und herzlich willkommen zu diesem heutigen Video, auf das ich ab und an immer mal wieder angesprochen werde in den Kommentaren. Und heute geht es um das Thema, was viele hier auf diesem Channel natürlich beschäftigt, was natürlich eine unglaubliche Bereicherung für meinen Channel ist. Natürlich geht es um den Karrieremodus. Ich hatte ja eine ganz lange Pause gemacht, so, und dadurch ist die Karriere, die ich mit Victoria Berlin angefangen hatte, komplett ins Wasser gefallen. Und gleichzeitig hatte man irgendwie so das Gefühl, so irgendwie war es das nicht. Irgendwie ist diese Karriere nicht das, was ich mir so vorgestellt habe. Das soll sich heute ändern. Ich gebe euch auf jeden Fall heute die Planung ab, wie ich das auf jeden Fall handhaben möchte. Es wird so ablaufen, dass wir auf diesem YouTube-Kanal hier eine Karriere haben, auf der immer wieder neue Videos kommen werden. Ja, diese Karriere wird sich auch immer und immer wieder durchziehen. Das wird bestimmt ein Projekt von 30, 40 Folgen bestimmt. Kann gut möglich sein. Wenn ich mich da an die Alemannia Aachen Karriere, jetzt habe ich schon einen Versprecher drin, ey. Wenn ich mich an die Alemannia Aachen Karriere vom letzten Jahr erinnere, die übrigens echt geil war, findet ihr übrigens immer noch hier auf dem Channel. Und gleichzeitig will ich weiter Karrieremodus Streams machen, weil Ultimate Team Streams fühle ich aktuell einfach noch nicht. Abgesehen davon glaube ich sowieso, dass Ultimate Team ein bisschen eher was für die bisschen größeren Leute ist. Und da gehöre ich definitiv nicht dazu. Karrieremodus bin ich voll dabei. Ihr fühlt es, ich fühle es. Und dementsprechend genauso werden wir das machen. Eine Karriere, die sich immer wieder auf meinem Channel immer weiter läuft, immer weiter und immer weiter. Und gleichzeitig eine separate, die in den Livestreams kommt. Eine Sache sage ich auf jeden Fall jetzt schon mal. Wir werden das Ganze mit dem EEP 22 spielen. Grüße gehen raus an Slim und Co. Ich freue mich auch dieses Jahr wieder diesen EEP-Mod zu benutzen. Das hat nämlich einen ganz bestimmten Grund, warum ich diesen Mod benutze. Nicht nur, dass man mit diesem Mod Regionalliga-Teams nehmen kann, nicht nur, dass man damit bei der Trainererstellung mehr Möglichkeiten hat, sondern ein ganz, ganz wichtiges Detail ist einfach, dass man die Spieler in der Karriere bearbeiten kann. Das bedeutet nämlich, um die Karriere etwas realistischer zu machen. Ihr kennt das ja, meistens läuft man gleichzeitig mit der Jugendmannschaft rum, man scoutet Jugendspieler und die heißen dann irgendwie, weiß nicht, Fixi Hartmann, die heißen dann irgendwie Daniel, was weiß ich für dumme Nachnamen es gibt, ne? Und das ist halt irgendwann unrealistisch. So, und daher habe ich mir da, um das Ganze noch ein bisschen realistischer rüberzubringen, etwas anderes überlegt. Die Spieler, die wir in der Karriere aus der Jugendschule hochziehen, die schauen wir nach, irgendwie auf transfermarkt.de oder irgendwie ähnliches. Und diese Spieler kriegen dann den echten Namen aus der zweiten Mannschaft von demjenigen Verein. Das ist genau eine richtig geile Option, wie ich finde, dass man das Ganze noch besser rüberbringen könnte. Zum Beispiel hatte ich ja eine Karriere mit dem Karlsruher SC mal im Livestream probiert, vor 1,5 Jahren ungefähr. Und da war es auf jeden Fall so, dass man auch von den KSC-Amateuren lauter Leute genommen haben und die Namen einfach darüber kopiert haben. Und plötzlich stand die halbe Amateurmannschaft auf dem Platz. Es war absolut geil. Und glaubt mir, wenn ich euch sage, das gibt nochmal ein ganz, ganz anderes Gefühl. Und vielleicht wird ja der ein oder andere mal aufmerksam. Eine zweite Regel, die ich auf jeden Fall gleich noch aufstellen möchte, ist einfach die Tatsache, ich werde pro Saison nicht mehr wie einen freien Spieler holen, weil die Leute, die den Karrieremodus kennen, die wissen einfach, es ist einfach zu überpowered. Man muss es einfach so sagen, wie es ist. Du spielst ja teilweise 3, 4 Saisons durch
Und dann guckst du auf den freien Spielermarkt und findest dann irgendwie freie Spieler mit Gesamtstärke 80 bis 85, was eigentlich total Banane ist, die irgendwie 16 Jahre alt sind und irgendwie das Wunderkind von Mbappé übertreffen und Moukoko kannst du nach Hause schicken. Und ne, also das ist total unrealistisch, ne? Aber nichtsdestotrotz dessen auf jeden Fall mal alle Regeln und ihr seid natürlich da komplett dabei. So, Gentlemen, jetzt seid ihr dran. Und ganz wichtig, die Kommentarfunktion, Jungs. Ich werde euch eine Abstimmung in die Kommentarfunktion und in die Infobox reintun, wo ihr alles rauslassen könnt. Welcher von diesen Vereinen sagt euch am meisten zu? Die haben alle entweder Realitätsbezug oder einfach, weil ich Bock drauf habe. Da sind nämlich zwei Stück dabei. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt, für was ihr euch entscheidet. Und ich glaube, besser geht's aktuell, glaube ich, fast wirklich nicht. Aber ich stelle euch jetzt alle sechs Mannschaften vor. Verein Nummer 1, Grüße gehen raus an den Gamer. Es handelt sich natürlich um Dynamo Dresden. Ja? Warum? Ist eigentlich ganz, ganz einfach. Dynamo Dresden hat die Relegation nicht geschafft gegen den 1. FC Kaiserslautern. Natürlich wäre hier die Möglichkeit, dass man Dynamo Dresden von der 2. in die 3. Liga tauscht, was wir wahrscheinlich so oder so, egal in welcher Karriere, machen werden. Aber das Ziel muss natürlich sein, Dynamo Dresden zurück auf die internationale Bühne zu bringen. Das muss das Ziel sein. Und die Challenge an der Geschichte ist einfach, es werden diese Saison ganz, ganz viele Leute gehen bei Dynamo Dresden. Das ist auf jeden Fall schon safe. Bis jetzt gibt es noch wenig Abgänge, aber wir werden gucken, dass wir das so realistisch wie möglich übernehmen, dass wir dann versuchen, in der 3. Liga neu mit Dynamo Dresden durchzustarten. Das ist Challenge Nummer 1 Dynamo Dresden. Verein Nummer 2, und da muss ich sagen, ich kann mich an fast noch keinen erinnern, der irgendwie ganz groß was mit dem Verein mal gemacht hat im Karrieremodus. Ladies and Gentlemen, es dreht sich um Erzgebirge Aue. Die sind nämlich genauso wie Dynamo Dresden abgestiegen, ja. Ohne Relegation, muss man dazu sagen. Aber der Verein hat sich sehr, sehr lange in der 2. Liga gehalten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Erzgebirge Aue ist ein Verein, wo ich wirklich sagen muss, da ist eine Menge Potenzial dahinter. Da kann man unglaublich viel rausholen, glaube ich. Und natürlich ist das große Ziel natürlich, die Bundesliga zu erreichen, um dann natürlich so Vereine wie Union Berlin oder natürlich auch RB Leipzig rauszufordern. Ja, das ist ja gar keine Frage. Und wie gesagt, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand mal groß was mit Erzgebirge Aue gemacht hat. Umso mehr würde mich das auf jeden Fall mal interessieren. Dementsprechend, das ist Challenge Nummer 2. Da hätte ich schon ein bisschen Bock drauf, muss ich tatsächlich gestehen. Also, zweiter Verein wäre Erzgebirge Aue. Verein Nummer 3. Und auch da muss ich sagen, auf den Verein hätte ich auch tierisch Bock. Es ist der FC St. Pauli. Ja, weil das ist eine Challenge, wo ich wirklich sagen muss, natürlich, es geht darum, den HSV zu schlagen. Es geht darum, Werder Bremen zu schlagen. Es geht darum, St. Pauli wieder erstklassig zu machen. Das sind Aufgaben, denen muss man sich einfach stellen. Dieses Jahr hat es nicht geklappt für St. Pauli, vielleicht aber auch im Karrieremodus. Und auch hier muss ich sagen, ich kenne nicht viele Leute, die irgendwie mal eine St. Pauli-Karriere gemacht haben. Auch da muss ich sagen, ich glaube, dass hier so ähnlich wie bei Erzgebirge Aue, ich glaube, dass da das Potenzial, da was rauszuholen, glaube ich, sehr, sehr hoch ist. Und ihr seht es ja, ein Vereinswert von 32 Millionen. Also das Ziel muss natürlich ganz klar erstens mal ein kleiner Umbruch sein und natürlich die Bundesliga, ganz, ganz klar. Also das wäre die 3. Challenge der FC St. Pauli. So Männer, wir springen mal ganz kurz in die Regionalliga. Wir hatten ja auch gesagt gehabt, es gibt ein bisschen Realitätsbezug. Und ich will euch mal ganz kurz was erklären. Es handelt sich um die Spielvereinigung Unterhaching. Und da ist der Hintergrund der Transfer von Karim Adeyemi. Denn Karim Adeyemi hatte nämlich damals in Unterhaching seine Fußballkarriere wirklich richtig begonnen. Unterhaching hatte eine Weiterverkaufsgebühr an Red Bull Salzburg und Salzburg hat jetzt natürlich Adeyemi an Dortmund verkauft. Dementsprechend
kriegt Unterhaching gleichzeitig 5 Millionen Euro aufs Konto. Dementsprechend wäre hier natürlich die Challenge, dass wir ungefähr mit 5 Millionen Euro mit Unterhaching in der Regionalliga starten und dann einfach mal gucken, was könnte man da erreichen. Das wäre Challenge Nummer 4. So, wir bleiben in der Regionalliga und ich glaube, jetzt kommt einer der größten Traditionsclubs, die es in NRW gibt. Manche finden das vielleicht langweilig, aber wenn, dann muss es eigentlich dieses Jahr sein, ne? Rot-Weiß Essen hat dieses Jahr den Aufstieg in die dritte Liga geschafft. Und hier wären wir noch in der Regionalliga. Aber auch hier muss ich dazu sagen, man könnte natürlich Rot-Weiß Essen sofort in die dritte Liga transferieren, ja? Um dann zu versuchen, natürlich, erstes Ziel muss sein Abstieg verhindern. Ganz, ganz klar, etablieren in der dritten Liga und dann zur großen Macht werden, ja? Gegen Vereine wie Schalke, wie Dortmund, wie Düsseldorf, wie Bochum. Natürlich, Konkurrent Aachen ist dann natürlich nicht dabei, ne? Weil Aachen ist ja eine Liga drunter. Aber trotz allem muss man natürlich sagen, auch das ist ein Verein, natürlich unglaublich viel Tradition. Und der macht immer Bock. Der macht absolut immer Bock. Also daher, das wäre Nummer 5, Rot-Weiß Essen. Und last but not least, ein Verein habe ich noch. Und da muss ich sagen, man könnte natürlich auch den Europa-League-Sieger nehmen. Aber warum denn eigentlich nicht der FSV Frankfurt? Warum eigentlich nicht? Einfach mal der Eintracht zeigen, dass der kleine Nachbarschaftsklub einfach mal auch die Welt regieren kann. Ne? Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Die Challenge muss natürlich sein, FSV Frankfurt irgendwie zu etablieren und natürlich irgendwann den Umbruch zu starten. Den Umbruch starten und dann Aufstieg. Aufstieg zum Weltteam mit jungen Nachwuchsspielern aus der Frankfurter Schule. Das muss das Ziel sein natürlich. Und wenn ich mir vorstelle, irgendwann mal FSV Frankfurt gegen Eintracht Frankfurt in einem Karrierevideo, absolut geil, stelle ich mir absolut perfekt vor. Das ist Team Nummer 6, der FSV Frankfurt. So Jungs, das sind die 6 Vereine, für die ihr auf jeden Fall abstimmen könnt. Ich denke, ich werde die Abstimmung so eine Woche mal drin lassen und dann wird sich entscheiden, welche Karriere als nächstes hier auf diesem Channel startet. Ich bin sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, in der Infobox und in der Kommentarfunktion findet ihr den Link zur Abstimmung. Und ich bin sehr, sehr gespannt, für was ihr euch entscheiden werdet. Ich freue mich auf jeden Fall, egal was für ein Ergebnis kommt. In diesem Sinne, ich hoffe, ihr entscheidet euch richtig. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich wünsche euch jetzt schon mal viel, viel Spaß bei der nächsten Karriere, egal was es wird. Und jetzt liegt's an euch. In diesem Sinne, wenn euch das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben, Kommentar schreiben und natürlich mit dem Abonnieren-Button kein Video verpassen. In diesem Sinne, macht's gut, tschüss, ciao, reingehauen, auf Wiedersehen.